Ich suche ihn, den meine Seele liebt. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für mich ist das Christentum eine Liebesreligion, wo die Liebe allein der Mittelpunkt ist. Vom Anfang bis zum Ende haben wir nur die Liebe. Gott, der Vater, liebte diese Welt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Und dieser Sohn liebte den Vater und diese Welt, dass er das einzige Leben hingegeben hatte. Und alle Menschen, die ihm folgen, haben auch die Liebe als Mittelpunkt. Und das nehmen wir von dem heutigen Gedenktag, von der Heiligen heute, wo wir das geistliche Wort aufnehmen am 22. Juli. Das ist Maria von Magdala. Ja, von ihr lernen wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Liebe der Mittelpunkt der Nachfolge Jesu Christi ist. Hippolyt von Rom nannte sie als Apostolin der Apostel schon im 3. Jahrhundert. Papst Franziskus hat sie sogar gleichgestellt zu den männlichen Aposteln und deshalb ist das Fest heute sehr wichtig für die katholische Kirche. Ja, was hat die Frau gemacht? Ganz besonders die Erfahrung, die wir am Grab Jesu sehen, machte sie als Apostolin der Apostel. Nämlich, sie will ihren Herrn sehen, den toten Jesus. Und was passiert? Sie kommt eigentlich zum Grab und sie begegnet angeblich den Engel, wo sie weint. Und sie findet immer noch den Herrn nicht, weil der Herr nicht mehr bei den Toten ist, sondern bei den Lebenden. Und dann gibt es noch einen weiteren Anlauf, wo sie angeblich einen Gärtner sieht. Und das ist eigentlich Jesus und sie erkennt noch nicht. Und sie weint nochmal und sie will von diesem Gärtner wissen, wo der Leichnam Jesu liegt. In dem Moment, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da ist ein Wendepunkt. Jesus ruft diese Frau mit ihrem eigenen Namen Maria. Ich bekomme sogar Gänsehaut, wenn ich einfach diese Szene zu mir hole. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist nicht das Ende von dieser Maria, von der Suche von Maria, sondern das ist der Anfang. In dem Moment, als Jesus sie als Maria ruft, dann gibt sie eine Antwort, Rabuni, Rabbi, wieder die selber Erfahrung der Liebe, was diese zwei spüren. Sie will ja sofort ihn umarmen und dann sagt Jesus, nein, ich muss zu meinem und eurem Vater gehen. Das heißt, es geht weiter. Und jetzt, was soll sie machen? Sie soll zu den Brüdern gehen und erzählen, dass er von den Toten auferstanden ist. Gerade das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, könnte uns helfen als Christen und Kirche in der heutigen Zeit. Wir sollten diese Liebe nochmal spüren. Wir brauchen die Wendepunkte, wo Jesus eben uns beim Namen ruft und die Kirche als Braut Jesu Christi eben liebkostet. Und das ist wirklich, ja, was wichtig ist in unserer christlichen Kirche und als Christen. Ich würde mir wünschen, dass unsere Liebesreligion wieder Kraft gibt und dass wir in der Liebe Jesus und Gott begegnen, dann bin ich mir sicher, dass wir auch Apostel werden wie Maria von Magdala.